Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es meinen gesammelten Haul an Beauty-Produkten. Also auf jeden Fall aus dem Januar und ich glaube auch aus dem Dezember. Oder habe ich dann Haul-Video hochgeladen? Ich weiß es nicht. Gefühlt habe ich einige Produkte schon ewig bei mir liegen. Und ja, die würde ich euch jetzt gerne einmal alle zeigen. Ich werde euch Nahaufnahmen einblenden, ich werde euch Swatches einblenden. Und zwei Sachen habe ich davon auch schon getestet. Dazu kann ich euch dann noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, ich würde sagen, ich lege mal los mit den Nicht-Schminkprodukten. Das sind drei Stück. Meine Videofrage heute für euch ist, ich habe euch ja schon gefragt, welches eure Lieblingsfilme sind. Und da habt ihr wirklich zahlreich geantwortet. Und viele Filme, muss ich zugeben, habe ich noch nie gesehen. Aber bei vielen Filmen konnte ich auch sehr, sehr zustimmen. Also die fand ich auch richtig toll. Und ja, heute würde mich dann interessieren, welches denn eure liebsten Serien sind. Lasst mir da auch gerne entweder eure Top 1 oder eure Top 3 in den Kommentaren da. Es würde mich sehr interessieren. Bei mir ist es super schwierig, mich da auf 3 zu beschränken. Also was ich halt super gerne gucke, sind so Comedy-Serien, Sitcoms wie Modern Family. Liebe ich total. Ich habe aber auch schon gefühlt zigtausendmal The Big Bang Theory und Two and a Half Men geguckt. Also ich glaube, einige Folgen habe ich wirklich 20, 30 Mal geguckt. Das läuft ja auch gefühlt ständig im Fernsehen. Mag ich auch voll gerne King of Queens, also so Sitcom-Dinger mag ich voll gerne. Ich habe aber auch zum Beispiel Game of Thrones sehr, sehr gerne geguckt. Ich fand das Ende auch nicht ganz so schlimm wie gefühlt alle anderen. Hätte mir aber natürlich trotzdem noch mindestens eine weitere Staffel gewünscht. Breaking Bad aus dem letzten Jahr haben wir geguckt. Das ist auch eine mega geile Serie. Stromberg, große Liebe, finde ich richtig genial. Ja, das wären so meine mehr als Top 3 Lieblingsserien. Ja, lasst mir eure gerne in den Kommentaren da und dann geht's jetzt weiter mit dem Haul. Stück. Wobei das erste hat natürlich was mit Schminken zu tun. Und zwar ist es ein Pinsel. Das habe ich, den habe ich bei Rossmann mitgenommen. Das ist die Eigenmarke For Your Beauty und es ist der Blenderpinsel. Ich habe schon mehrere von dieser Marke gehabt, allerdings wurden die ja alle mal überarbeitet und von dieser neuen Variante habe ich jetzt noch keinen. Ja, ich packe den mal aus, dann könnt ihr den vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Also so sieht der in Nahaufnahme aus. Das ist ein ja, oval gebundener Pinsel, ganz normal für einen Blenderpinsel. Ich würde sagen, er ist mittelgroß, also ich kann euch das gerne mal vergleichen. Das ist jetzt einer meiner größeren Blenderpinsel. Also da sieht man, glaube ich, schon einen kleinen Unterschied. Und das zum Beispiel ist ein kleinerer Blendepinsel. Ja, also ich würde ihn so als mittelgroß einstufen. Er fühlt sich jetzt erstmal relativ weich an. Ich habe noch nie mit dem gearbeitet, deswegen muss ich den erst ausprobieren, bevor ich was dazu sagen kann. Das nächste Produkt ist zum Abschminken. Und zwar gibt es von Nivea so eine Rosenreihe. Davon gibt es auch, ich glaube, Micellenwasser und ein Waschgel oder sowas. Das war auf jeden Fall in so einem Extra-Aufsteller und es waren eben auch solche Abschminktücher mit dabei, die ich ja von Nivea besonders gerne mag. Ja, die nennen sich Rosenwasserreinigungstücher, sollen für alle Hauttypen geeignet sein, sollen eben das Make-up, auch das wasserfeste Make-up abschminken können. Ja, bisher bin ich von den Nivea Micellenreinigungstücher immer sehr, sehr begeistert und ich teste auch aktuell diese ganz neuen, die haben so eine weiße Verpackung und die Tücher sind zu, ich glaube, 99% biologisch abbaubar, was natürlich auch nochmal richtig super ist. Die zeige ich euch irgendwann demnächst nochmal, also davon bin ich auch sehr, sehr begeistert. Diese hier habe ich jetzt vorher gefunden und die werde ich natürlich auch ausprobieren. Aber ich glaube, nachkaufen würde ich mir jetzt tatsächlich immer die, die besser biologisch abbaubar sind. So, das letzte nicht dekorative Produkt ist das hier. Das musste ich einfach mit dem Verpackungsopfer lässt grüßen. Von Isana, der Rossmann-Eigenmarke. Eine Tuchmaske, die nennt sich Happy Bear. Also ist so ein kleiner süßer Eisbär da drauf. Feuchtigkeitsspendend mit Kokos- und Granatapfelextrakt für jeden Hauttyp. Und das ist natürlich eine Winter Limited Edition. Okay, dann mache ich weiter mit auch Limited Editions. Eine, die
Ich glaube, gibt es die überhaupt noch in der Theke? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und zwar war das die My Power Is LE von Essence. Die war ja gefühlt auch super schnell ausverkauft. Aber in einigen Online-Shops ist sie dann ein paar Wochen später aufgetaucht. Also man hatte mehrmals die Chance, die Sachen zu bekommen. Ich glaube, einige Sachen gibt es auch noch, aber wenige. Sollte ich was finden, verlinke ich es euch gerne in der Infobox. Also, das sind hier vier Paletten gewesen. Ich habe natürlich alle bestellen müssen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ja, ich finde die auch so im Gesamten sehr schön. Einmal haben wir hier die Fire Palette. Also, das ist eine LE zu den vier Elementen. Hier haben wir eben einmal das Feuer mit sehr rot-orangigen Tönen. Finde ich sehr schön. Es sind also die Hälfte matte und die andere Hälfte schimmernde Töne. Ich habe sie bisher nur geswatcht. Die Swatches bei der Palette fand ich sehr vielversprechend. Bei der Palette hier ist es ein bisschen weniger, aber die Farben sind halt auch deutlich heller. Das ist die Air Palette. Ich finde die so wunderschön. Ich mag diese Farben, obwohl ich nicht so der Rosa-Typ bin. Aber ich mag das irgendwie trotzdem gerne leiden. Ja, das sind die Farben. Da kann man sich natürlich schon denken, dass die nicht mega, mega pigmentiert sein werden. Aber ich glaube, wenn man sich die Palette zum Schminken nimmt, dann wird man das auch nicht erwarten. So, ne? Es sind aber auch sehr schöne Schimmertöne mit dabei, sehr schöne helle Töne. Ich werde sie ausprobieren. Manchmal überzeugt ein etwas auf dem Auge oder etwas im Gesicht viel mehr als beim Swatchen. Das ist mir schon öfter passiert und dann wurde ich positiv überrascht. Dann haben wir hier die blaue Palette, Water natürlich. Die sieht so aus. Das ist, glaube ich, die Palette, die sich am wenigsten verkauft hat. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, nicht viele tragen gerne Blautöne auf den Augen. Mich eingeschlossen. Ab und zu, so in Kombination, mag ich Blau mal ganz gerne. Aber so ein reines blaues Augen-Make-up habe ich schon mal geschminkt. Aber ist mir persönlich ein bisschen zu dolle. Aber es sind ja auch noch ein paar andere Töne mit da drin. So ein paar erdige Töne. Hier so ein Violett. Also ich werde mal gucken, was ich damit schminken werde. Hier ist übrigens auch noch ein Glitzerton mit bei, was ich immer persönlich nicht bräuchte in einer Palette. Und dann haben wir natürlich noch das letzte Element Erde. Und die Palette finde ich auch sehr schön. Eben, wie der Name sagt, viele erdige Töne, ein Grün so als Pop of Color noch mit dabei. Auch so ein Koralleton in Matt. Ja, also alles in allem finde ich die Paletten wunderschön vom Design. Und deswegen konnte ich auch nicht nur eine kaufen, sondern musste vier kaufen. Reden wir nicht drüber. Was ich auch noch gekauft habe oder bestellt habe, sind alle vier Fixing Sprays. Ihr wisst, ich liebe Fixing Sprays, ich benutze sie täglich und da habe ich mir gedacht, das ist ein Produkt, was ich auf jeden Fall auch relativ schnell aufbrauchen werde. Das kann ich wirklich gut gebrauchen, deswegen habe ich auch alle vier genommen. Drei habe ich online bestellt und das vierte war nicht verfügbar am Anfang. Das habe ich mir dann noch im Rossmann in der Theke kaufen können. Ja, das ist einmal die Erd-Variante, also auch zu allen vier Elementen. Also auch zu allen vier Elementen. Logischerweise gibt es dann einen Spray. Es ist aber, glaube ich, überall das gleiche drin. Also sie nennen sich alle Hydrate and Prime Mist. Also man kann es vor dem Make-up auftragen als so Erfrischungsspray, aber ich denke, man kann das auch drüber als Fixierungsspray verwenden. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke schon. Das Besondere an diesen Fläschchen ist, die haben so kleine Steine noch mit drin. Und dann eben ist das designt auch je nach Element. Also Erde ist grün, die Luft ist rosa, da ist Rosenquarz drin. Achso, beim Grün waren es Aventurine. Grüne Steine. Dann bei Water sind es jetzt weiße Steine und zwar Bergkristalle. Und bei Fire sind es so lilafarbene Steine und zwar Amethyst. Ja, finde ich sehr cool. Ich habe mich als erstes sehr erschrocken, als ich den Karton aufgemacht habe mit der Bestellung, weil es halt, also es hörte sich halt so an und ich habe gedacht so, nein, was ist da drin jetzt zerbrochen? Ich wusste nicht, dass in diesen Sprays Steine drin sein sollten. Deswegen ja, war ich erst kurz geschockt, aber dann fand ich es richtig cool. Ist echt mal was Besonderes.
Das war's zu der LE. Es gab auch noch 4 Lippenstifte, aber oh, das ist so hell, ne? Ich muss kurz ein bisschen runterschrauben vielleicht hier. So. Es gab auch noch 4 Lippenstifte, aber ihr wisst, Lippenstifte kaufe ich mir nicht mehr selber. Da habe ich einfach genug. Da kann ich wirklich sagen, ich habe genug. Dann habe ich mir aus der aktuellen Catrice LE noch dieses Fixing Spray hier gekauft. Das ist die Skin Lovers LE. Besteht halt aus so Hautpflegeprodukten. Und dieses Multi-Purpose Make-up Fixing Spray durfte mit. Enthält 3% Kokosnusswasser, soll mattieren, fixieren, hydratisieren, also Feuchtigkeit spenden und erfrischen. Ich habe es schon getestet. Das seht ihr in meinem Video am Donnerstag. Ich fand es nicht schlecht. Aber es hat Duftstoffe drin. Also für alle, die das nicht mögen, aufgepasst. So, dann habe ich bei Douglas. Ich hatte noch einen Gutschein und habe den eingelöst und habe mir die Lethal Cosmetics, ich glaube Velvet Dusk. Es gibt eine After Dusk Palette. Und das ist, glaube ich, die Velvet Dusk Palette, die neuere. Steht leider nicht drauf. Ja, die habe ich mir bestellt. Ihr wisst, Lethal ist so ein bisschen in mein Herz gehüpft im letzten Jahr mit der Jolina Palette. Fand ich mega, mega toll von der Qualität. Und ich mag hier die Farbzusammenstellung total gerne. Also, es ist wirklich was Besonderes, finde ich. Es ist alles so ein bisschen rauchiger, finde ich. Es sind viele matte Töne mit dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wobei ich finde, diese beiden Töne hier haben noch so einen ganz, ganz leichten Schimmerhauch mit drin. Der Rest ist eben stärker schimmernd. Ja, die Swatches sind schon sehr vielversprechend, aber auf dem Auge, glaube ich, kommt das nochmal besser raus. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, die auszuprobieren. Und ja, wo ich hier gerade drauf gucke, bei Lethal ist immer das Besondere, dass die Packung hier hinten so kleine Löcher hat. Also ihr könnt auch, wenn euch irgendeine Farbe davon nicht gefällt oder leer gegangen sein sollte, könnt ihr die ganz einfach nachfüllen mit anderen Lidschatten aus dem Lethal Standardsortiment, denn diese Fändchengröße ist die Standardgröße. Es gibt ja Leute, die machen Lidschatten aus Lidschattenpaletten leer. Ich gehöre bisher nicht dazu. Dann habe ich bei BH Cosmetics bestellt. Ich hatte euch ja in meinem Wishlist und Anti-Haul-Video erzählt, dass zwei Produkte von BH, ja, sie standen nicht 100% fest auf meiner Wunschliste, weil ich immer so gedacht habe, es gab immer so einen kleinen Punkt, wo ich sage, oh, gefällt mir jetzt nicht hundertprozentig. Aber als dann noch eine neue Palette rauskam bei BH Cosmetics und ich damit Versandkosten sparen konnte, habe ich mir alle drei bestellt. Ja, einmal ist es diese Palette hier. Da wusste ich nicht genau, will ich die jetzt haben oder nicht, weil ich sie von den Farben her nicht hundertprozentig ansprechend fand. Das ist die Garnet for January Palette. Und zwar bringt ja BH Cosmetics dieses Jahr in jedem Monat eine solche kleine Palette raus. Die werden höchstwahrscheinlich ganz ähnlich designt sein, nur eben mit einem anderen also natürlich mit anderen Farbtönen. Und Garnet, ich weiß gar nicht, wie heißt Garnet eigentlich auf Deutsch? Hätte ich auch mal nachgucken können, ne? Blende ich euch hier ein. Das ist der Geburtsstein für alle im Monat Januar. Ja, also jeden Monat wird es so eine Palette geben und ich wollte die eigentlich oder möchte die eigentlich gerne sammeln, weil ich stelle mir das ganz schön vor. Ich finde die Palettengröße auch schön. Und ich liebe ja auch BH-Paletten. Das wissen wir ja alle. Die hat auch noch einen Spiegel im Deckel und dann hat sie 7 Farben. Ein Farbton ist so ein bisschen größer, in einem größeren Pfännchen und dann die 6 in so quadratischen Pfännchen. Ich habe die Palette schon benutzt einmal. Und ich war nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Also ich muss sie noch weiter austesten, aber ich habe im ersten Anlauf, ich habe 2 Anläufe gebraucht, um damit ein Augen-Make-up zu schminken. Im ersten Anlauf habe ich diese beiden Farbtöne oder diese beiden Farbtöne, bin mir nicht mehr sicher, so als Basis verwendet. Und dann wollte ich gerne diesen schwarzen, interessanten Farbton hier. Das ist ein Schimmer, also ein Glitzerfarbton. Wollte ich den auf dem beweglichen Lid auftragen. Das sah scheiße aus. Also, mir persönlich hat es nicht gefallen. Das ist natürlich absolut Geschmackssache, aber also, nee, das sah richtig kacke aus bei mir. Mochte ich gar nicht leiden. Dann habe ich es abgeschminkt. Und dann habe ich
wieder diese Farben, 1, 2, 3, verwendet. Also einen matten Look geschminkt und dann Eyeliner gezogen. Und dann habe ich den hier als Eyeliner-Topper drüber gegeben, weil so als Eyeliner kann man den nicht verwenden, weil der nicht genug schwarze Grundfarbe hat, sondern es sind halt wirklich einzelne Glitzerpartikel und damit kann man sich keinen Eyeliner ziehen. Würde man vielleicht erst vermuten, habe ich ja auch vermutet, aber nein, das geht nicht. Es sei denn, man würde 100 Schichten machen vielleicht. Deswegen habe ich den getoppt auf einem normalen schwarzen Eyeliner. Das hat auch relativ gut funktioniert, das sah auch nicht so schlecht aus, aber ihr wisst ja, Glitzertöne, die bröseln ein bisschen runter. Und ich finde das schon ein bisschen nervig bei normalen Glitzertönen, wenn ich denn hier so Goldglitzer überall so ein bisschen unter meinem Auge finde. Aber das hier ist ja kein Goldglitzer, sondern das ist ja Schwarzglitzer. Ja, also ich sah aus, als wäre mir irgendwie Matsch oder Dreck ins Gesicht geflogen. Nee, das sah nicht gut aus. Also diesen schwarzen Ton, den werde ich hier in meiner Palette, glaube ich, komplett ausblenden. Finde ich eine ganz schlechte Idee. Die anderen Farben werde ich natürlich noch austesten. Wie gesagt, ich habe ja vor, das zu sammeln. Dann wäre es ja doof, diese Palette direkt wieder auszusortieren. Ich denke mal, also dieser Ton ist halt wunderschön. So ein schönes, richtig schimmerndes Beere. Dieser ist, also ich probiere da nochmal ein bisschen mit rum, aber dieser schwarze Glitzerton hätte da nicht drin sein müssen, echt nicht. Die zweite Palette, wo ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war, ob ich sie haben wollte, aber es hat gereicht, dass ich sie mir bestellt habe, ist die neue Los Angeles Palette aus der Travel Series. Da gibt es auch noch ein Pinselset und eine Highlighter-Palette, die war mir persönlich aber zu bunt. Pinsel habe ich genug, deswegen ist es nur die Lidschattenpalette geworden. Die sieht so aus. Die hat jetzt keinen Spiegel im Deckel, was ich ja nicht 100% optimal finde. Ich mag schon lieber, wenn eine Palette einen Spiegel im Deckel hat, wenn ich mich zum Beispiel hier vor der Kamera schminke, wo ich eben keinen großen Spiegel so wie auf meinem Schminktisch stehen habe. Aber meistens schminke ich mich ja unten an meinem Schminktisch und dann ist es nicht schlimm, wenn die Palette keinen Spiegel hat. Ja, die Farbtöne sind sehr frühlingshaft, finde ich. Sehr viele Pastelltöne sind mit dabei, sowohl in matt als auch in schimmernd. Also das ist so ein 50-50-Verhältnis. So ungefähr würde ich jetzt sagen, ich habe das nicht nachgezählt, aber auf den ersten Blick so denke ich schon, dass es ganz gut hinkommt. Ja, ich habe euch die Swatches oder blende euch die Swatches ein. Die sind sehr schön. Also wie gesagt, ich liebe BH-Paletten, wurde da wirklich noch nie enttäuscht, außer von dem schwarzen Glitzerton. Aber ansonsten war ich immer sehr zufrieden und ich finde gerade die Schimmertöne. Und ich war von den Swatches schon wirklich begeistert. Also sowohl von den Schimmertönen, die halt meistens sehr gut sind, als auch von den matten Farbtönen. Also ich glaube, die Palette kann schon wirklich richtig was. Und dann habe ich noch diese Palette bestellt. Das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich diese Bestellung ganz schnell abgeschickt habe. Die Lunar New Year Palette. Das ist auch eine Lidschattenpalette. Und ich finde das Packaging schon recht cool, weil so diese Neonschrift, also die kommt so richtig raus. Ich finde das, also gefühlt leuchtet einen das so richtig an. Die Palette ist schon etwas größer, hat auch keinen Spiegel im Deckel, sondern einen Stierkopf oder Büffelkopf. Tier des Jahres im chinesischen Horoskop. Und dann sind es diese Farbtöne. Und ich finde, die Farbauswahl richtig cool. Ich kann euch schon einen kleinen Spoiler geben. Ich habe die Palette schon getestet. Ich habe da schon ein Augen-Make-up mit geschminkt. Das Video kommt auch am Donnerstag. Also, wo ich auch das Spray benutzt habe, habe ich auch die Palette benutzt. Mein erster Eindruck war sehr gut. Also da wurde ich wirklich nicht enttäuscht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in dieser Palette 1, 2, 3, 4, 5 Glitzertöne drin sind. Einer oder zwei hätten es auch getan, weil ich die halt wirklich nicht so gerne verwende. Aber in dem Look, den ich Donnerstag euch zeige, habe ich auch einen Schimmer, habe ich auch einen Glitzerton verwendet. Und das sah schon richtig, richtig cool aus. Und ja, die Mattentöne sind toll, die Schimmertöne sind toll. Also falls ihr noch überlegt, ob ihr euch die Palette holen sollt, ich kann sie euch wirklich empfehlen. Die letzten beiden Produkte meines Hauls sind auch nochmal Lidschattenpaletten.
Surprise, surprise. Und zwar von einer Marke, die wahrscheinlich nicht so vielen bekannt sein wird. Und zwar ist es eine schwedische Marke. Also ich habe das in Schweden bestellt. War ganz problemlos, ist ja EU, nichts mit Zoll. War auch relativ schnell angekommen. Und zwar ist es die Marke Odin's Eye. Und ich habe die Marke zum ersten Mal bei Janine, vom Kanal bei Janine, gesehen. Allerdings auf ihrem Insta-Account, weil ich glaube, sie hat dazu noch kein Video hochgeladen zu den Paletten. Also in ihrer Insta-Story hat sie diese Paletten gezeigt. Sie ist auch darauf aufmerksam geworden und hat sich, ich glaube, auch zwei Paletten und einen Blush bestellt oder eine Palette und einen Blush. Und ich fand das so cool und da habe ich mir gedacht, so, ja, Schweden, EU, unproblematisch zu bestellen, mache ich mal. Und ich habe dann auch die Marke noch gesehen in einem Paletten-Ranking-Video, was ich momentan ganz gerne gucke. So zum Jahresende haben ganz viele, also bei einer deutschen YouTuberin habe ich es noch nicht gesehen, kann sein, dass es das auch gibt, viel bei schwedischen und amerikanischen YouTuberin habe ich es gesehen, dass sie so ihre Paletten aus dem Jahre 2020 in so ein Ranking gepackt haben und da war auch teilweise Odin's Eye mit dabei. Und ja, ich habe mir dann diese beiden Paletten hier gekauft. Das ist die Elva Kollektion. Das ist die Palette Nummer 1 und das ist die Palette Nummer 2. Und ja, die Paletten an sich von außen fühlen sich richtig interessant an. Die sind so leicht körnig, also als wenn sie so ein bisschen sandig wären. Und dann ist hier eben so eine Elfe aufgedruckt und so viele Blumenranken. Und ja, die Palette Nummer 1, die sieht so aus. Wunderschön. Der Spiegel im Deckel, ihr seht, der ist so rund. Und ja, auch hier haben wir einen sehr guten, ausgewogenen Mix aus matten und schimmernden Farben. Und oh, ich fand die Farben so hübsch. Ich mag es auch total, dass die Fähnchen so einen goldenen Rand haben. Das macht es nochmal hübscher. Und ja, ich blende euch die Swatches ein. Die waren schon relativ vielversprechend. Ich habe die Paletten noch nicht benutzt, noch nicht ausgetestet. Wenn ihr mögt, mache ich das auch gerne in einem Video. Dann schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare, wenn ihr daran Interesse habt. Die Marke ist übrigens tierversuchsfrei. Auch immer ganz wichtig zu erwähnen. Und die zweite Palette sieht so aus, ist vom Design her ein bisschen anders. Die hat zwar auch diese kleine Elfe mit da drauf, aber dann keine Blumenranken, sondern so, ich glaube, es sind also auch Elfen, aber eben nicht in so einer verniedlichten Form, sondern realistischer gezeichnet. Die haben auf jeden Fall so spitze Elfenohren. Vielleicht sind es Elfen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Und die Palette ist etwas bunter. Da habe ich auch erst überlegt, soll ich die nehmen oder soll ich eine andere nehmen? Es gibt nämlich auch noch eine dritte, nee, es gibt noch mehrere Paletten. Aber eine fand ich auch noch sehr schön. Da habe ich so ein bisschen geschwankt, aber letztendlich habe ich mir die hier gekauft. Die ist auch ganz, ganz toll. Hat auch ja, Schimmertöne, die teilweise auch so ein bisschen Duochrom leuchten, teilweise ein bisschen gröber, teilweise feiner schimmernd, auch matte Töne mit dabei. Und da war ich sehr begeistert von den Swatches. Also die Farben kommen richtig toll rüber. Also da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie mir die gefallen wird. Wie gesagt, schreibt mir gerne, ob ihr Interesse habt an einem Video zu den Paletten und gerne auch, welche Palette ihr lieber sehen würdet. Ja, das war mein gesammelter Haul aus dem Januar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Feedback in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, am Donnerstag zum neuen Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.